Shalom, liebe Leute, hier bin ich wieder, hier Madonna, Madame zeigt was, Sneakers, und was heißt das? Was heißt das, wenn jemand hier Sneakers zeigt? Ich weiß es nicht. Kommen wir zu Hellboy, sie sprechen dort offen über Geheimgesellschaften, eine Geheimgesellschaft namens Osiris, Ra sei ein cooler Typ, ja, sie benutzen ein Rentierkopf, Baphomet-Kopf zum Schmutz, sie reden über den Garten Eden. Ich spreche jeglicher Beschreibung spottend, weltweit exklusiv über die dreifaltige weiße Mondgöttin. Und hier ist Mila Jovovich, ja, als Hure Babylons, liebe Leute, als Himmelskönigin, nicht wahr, in Rot, wie man es so oft sieht, mit Dornenkrone, liebe Leute, ja. Hellboy haut allen möglichen Feinden die Augen raus, biblische Anspielung, Einaugen überall, für Crowley stand das für den Anus, ja, wir sehen ihre jesuitische Göttin, nicht wahr, auf Psydecult Media Blogspot sehen wir einen ausgezeichneten Bericht über Jovovich, liebe Leute, so sieht es aus, so ist es, immer noch immer dasselbe, nichts neu unter der Sonne, man erkennt, man erkennt, wie man an Bäumen die Jahreszeit erkennt, wann die Endzeit da ist, liebe Leute. Hier, es ist eine Agenda oder nicht, noch Fragen. Es ist wie in der satanischen Twilight Zone. Die Spielfiguren der Pyramidenspitze des Systems, Einaugen, Schachbrett, Dualität und mehr gehen öfter in den Ausgleich bringen, besessen werden. Von was? Von der Himmelskönigin, den wahren Aliens, den gefallenen Engeln und Göttern vom Himmel. Wir haben dort Riesen aus der Bibel. Ja, sie vermischen ja die Bibel mit Heiden. Überall. Drei Riesen in England, dem Sitz der Rothschilds, ich bin kein Rassist, Faschist, die Jesuiten sind für mich oben, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut und die Geschichte handelt davon, Hellboy ist ein Dämon aus der Hölle, der ständig Leuten Augen ausschlägt, aber er sei ja gut. Herr, die Bibel bewahrheitet sich, Gutes böse, Böses gut, es gibt natürlich so Perversionen wie Zurück in die Zukunft, das White Chart und die Kubrick-Filme The Shining, wo es gegen die Geistesgaben geht, nicht wahr? Aber wenn es um die allgemeine offene Handlung geht, ist dies wohl der perverseste Film, den ich je sah. Absolut pervers, absolut satanisch oder nicht. Oh Mann, ist das total asozial. Und es ist natürlich ein Idiotentest, den wieder niemand besteht, nicht wahr? Denn es gibt ja keine Erziehung, keine Moral. Sagt man etwas, sei man für Hexenverbrennungen. Einem fehlen die Worte und das waren Bibelleserverfolgungen. All meine christlichen besten Freunde wurden in den Tod getrieben, liebe Leute, so war es einst. Ja, es geht um Nazis, sie brachten ja MK-Ultra nach Amerika, nicht wahr? Blau und Rot, magische Rituale, sie sprechen über Magie, der David-Stern ist im Hintergrund, der nichts mit der judeo-christlichen Schrift zu tun hat. Dies ist ein judeo-christlicher Kanal, liebe Leute, ja, sie nennen Hexen ihre Schwestern, dann tauchen drei Hexen bei der Hure Babylons auf, wie es meiner Meinung entspricht bei Mila Jovovich, liebe Leute, ja, und zwei sterben. Es geht also um die dreifaltige weiße Mondgöttin Ritter, die Vorgänger der Freimaurer sind hier die Guten und sie sprechen hier noch von Erlösung, von Gottes Seite, von Gebeten, ja, und sie zeigen magische Rituale mit irgendwie dem Silber von Judas und so weiter, liebe Leute. Finsternis hat nichts mit dem Licht zu tun, der Freund dieser Welt ist der Feind Gottes, wer die Welt und das, was in es liebt, hat die Liebe zum Vater nicht. Was sage ich? Bitte abonniert, aber Vater Maranatha, aufwachen und aufdecken. Die Leute wissen nicht, was sie sehen, was satanisch ist und was nicht. Auch viel Profanes ist natürlich satanisch. Sie lassen ja alles cool aussehen, doch die Leute wissen nicht, womit sie es zu tun haben. Es ist Unzucht, es ist Ehebruch. In allen Filmen werden ja sowieso immer zufällig alle Gebote gebrochen, nicht wahr? So auch hier. Aber es interessiert niemanden. Alle sehen
weg, weil Kinder geschändet werden im K-Ultra. Fressen, saufen, Urlaub. Liebe Leute, Wachtum deckt auf. Unfassbare 666-Symbolik. Ja, wir sehen eine jesuitische Kirche mit Schachbrett, Boden, mit einer schwarzen Sonne, wie ich meine. Wir sehen draußen Türme. Sie zeigen 14.30 Uhr. 1 plus 4 und 3 sind 8. 8-8-8-Symbolik. Sonne und Mond ziehen über die Erde in 8 Form. Freimaurerischer, dämonischer Astrologie-Kult. Checkt den Kanal Finis Temporis. Wer gibt es schon noch? Mein Bruder Chris, Truth Never Sleeps, Tiamu Gesu Christo, Bruder Silvio, Johann Strobel, Giovanni Alaimo, In Love. Wir sind im heidnischen Jahr des Schweins. Hier haben wir ein Schweinmonster. Zufällig in diesem Jahr sehen wir überall Schweine. Es ist alles real, es ist alles wahr. Unfassbar hier, weltweit exklusiv. Liebe Leute, ist es alles absolut pervers und absolut satanisch. Ja, ein menschlicher Vater schickt seinen Dämonensohn Hellboy los. Immer dasselbe wie bei all diesen Superhelden. Aliens, Dämonen, Tote beschwören in diesem Film, Tölpel, das Wort aus der Bibel im Film. Tote sind Dämonen, Aliens sind Dämonen, Tote schlafen, dann kommt das Gericht, wie bei Resident Evil, ja, hier auch der Name Alice, Wunderland, MK Ultra, jesuitisch, ja, sie sprechen natürlich zufällig nebenbei schlecht über das Internet, ich werde jeden Tag mit dem Tod bedroht, wurde es zumindest, alle sehen weg, aber im Internet, die sozialen Medien, wo man noch seine Meinung kam, das ist böse, wenn Lady Gaga im Blut badet, ist es in Ordnung, nicht wahr, ich kündigte 19 Sachen an, für viele 20 exklusive Symbolikthemen. Ich habe hier wohl 8 bis 10 Visionen. Dämonen im Google Translator. Die Leute sehen sich lieber irgendeinen anderen Müll an. Die Bray Wyatt Pose. Eine Hexe, ja, wirft sich nach hinten. Wir Christen fallen auf unser Angesicht nieder. Sie tun es so. Liebe Leute, Satan treibt nicht Satan aus. Hellboy ist ein Produkt der Hölle. Weltlich gesprochen, liebe Leute, es geht sogar um die Reiter der Apokalypse, um das Ende. Die Endzeit-Sekten, nicht wahr? Schlangen und Fliegen überall. Alkohol, liebe Leute, natürlich die Agenda, nicht wahr? 100% FAKT, Hellboy oft am Trinken. Sie zeigen ihn als Babyteufel, sie zeigen ja immer kleine Kinder, Thunberg und so weiter. Liebe Leute, um voranzukommen, nicht wahr? Liebe Leute, was ist da los? Wer postet so ein Schleier, Irrwahn und Blindheit? Toben, die Christenverfolgung, friert es euch ein, wenn ihr es sehen wollt. Nimmt wie biblisch angekündigt kein Ende, wie offensichtlich der überall herrschende Satanismus und all die Lügen auch sind, gesegnet wer dies likte, Aliens sind Dämonen, Dämonen im Menschen, der Freund dieser Welt, noch immer der Feind Gottes, es ist die okkulteste Zeit des Jahres, der Kalender ist die kräftige Kette unseres Käfigs, der Mensch ist sicherlich, warum Gott die Natur machte und Christus derjenige, durch den oder auf den alles hingemacht wurde, lest eure Bibeln, der Heilige Geist ist real, er kam starb und soll in uns sein, Jesus Christus, Halleluja, oh Halleluja, und das zu erkennen ist, wieso wir leben, und meidet große Plätze und Events, wenn ihr schon nicht denken wollt, so sind wir frei, die Leute denken nicht für eine Sekunde nach, der Heilige Geist ist da, die Christenverfolgung ist überall, natürlich hier wieder von YouTube abgehackt und zensiert, es wurde alles angekündigt, Halleluja, Christen sollten, wie Paulus es zeigen durfte, wie ein einziger Mensch agiert, aber komplett in der Wahrheit, die Christus ist, kann man sagen, dass man, um also mit anderen Christen gemeinschaftlich zu handeln, zunächst ein Christ sein muss. Es gibt keine Widersprüche, die Bibel kündigt alles an, lag N-I-E, falsch, nie falsch. Paulus durfte auch zeigen, wen man zunächst aus einer Gemeinde ausschließen muss, damit er gerettet wird von Christus Jesus und wie man allgemein auf Christus hin lebt. Der schmale Weg ist der schmale Weg und ihr entzeit die Zeit. An der breiten Pforte heißt es Gemeinschaft mit der NWO, Turm von Babel und Freundschaft mit der Welt, gemeinsame Werke mit dem Bösen. Es gibt wahrscheinlich viele Christen, die sich Kanäle auf YouTube eröffneten und liken, abonnieren und kommentieren, Halleluja. Und es gibt auch wenige Christen, die auf YouTube Christliches zeigen, aber die großen allgemein bekannten Kanäle sind leider, leider,
traurig, aber wahr, um einen puren nackten Fakt zu präsentieren, nicht christlich. Dazu muss ich stehen, ich könnte hier ins Detail gehen, aber ich zeige einfach allgemein, dass ich fast auf allen großen pseudochristlichen Kanälen für allerfreundlichst präsentierte Bibelfakten, die ich aufgrund all der bibelfremden und unchristlichen Inhalte zeigen musste, es spottet allem antichristlich und wie in der Gosse, um es weltlich zu beschreiben, angefeindet wurde. Wer wirklich die Bibel liest, sieht auch, was los ist, und ich denke, dass viele Christen leider schon gar nicht mehr auf YouTube sind. Dann sind da natürlich noch die Christen, meine erste Abonnentin Tina, Brigitte, die leider in den Tod getrieben wurden. Gemeinschaft unter Christen ist vernünftig, um Freund der Welt zu sein, von der Bibel abzuweichen, nicht christlich. Hab genug, liebe Leute, die Verfolgung ist überall, Theos haben und mehr, hinauf auf Setge Harbitch, recherchiert, ich berichtete. Viele, die sich Christen nennen, lehnen sogar öffentlich Paulus und nicht selten die gesamte Bibel ab. Damit habe ich nichts zu tun. YouTube hat auch diesen Kommentar abgehakt, sodass ich ihn editieren musste. Halleluja! Allein die Redensart zeigt, dass die Wahrheit nicht da ist, und man kann wirklich keinen einzigen biblischen Kommentar hinterlassen, ohne dass die Dämonen oder die Indoktrination in den Leuten zu primitiven Christenverfolgern zu Verfolgung führt, wobei auch dieser Kommentar sicherlich wieder von YouTube abgehakt wurde oder wird oder nicht. Was ist da los? Wer ebenfalls biblisch angekündigt in diesen Zeiten noch blind in Logen vertraut und einfach annimmt, dass die Bibel mit Kirchenlogen und Esoterikervereinen zu tun hat, wo ja immer jeder zufällig ein Thema und eine einzige Meinung hat, wo sie wie biblisch angekündigt pervertiert wird, nur weil es in der Bilderberger Zeitung steht, Bilderberger Atlantikbrücke Medien, der sollte sich arge Sorgen bezüglich Schleier, Irrwahn und Blindheit aus der Bibel machen oder nicht. Barack Obama ist mit was? 8 ehemaligen Präsidenten verwandt. Gematria-Werte, es spottet allem. Christina Aguilera in Russland, der Wert Putin, Neumond, der Wert Neumond bei Kylie Minogue und all das, ja, don't speak, Gematria-Wert Garten Eden, das Musikvideo in einer verbotenen Verbildlichung vom Garten Eden. Wieso sehen manche Leute nicht, was Kleinkinder sehen? Schleier, Irrwahn und Blindheit sind, wie man sieht, also real. 100% FAKT, Kirchenlogen und New Age pervertieren die Bibel, wie exakt biblisch angekündigt, und an der breiten Pforte nimmt man komplett gedankenfrei und blind alles auf, was diese zeigen. Wer nachdenkt, ist böse, nicht wahr? Sie bestätigen die Bibel, gut ist böse, böse ist gut. Die Menschen lieben die Lüge und deshalb werden sie von Gott bestraft, hier wohl auch von YouTube editiert. Liebe Leute, so sieht das aus. Und ich zeigte es, du kannst nicht zwei Herren dienen. Wenn du ein Gebot brichst, brichst du alle. Licht hat nichts mit Finsternis zu tun, lest eure Bibeln. Wenn du ein Teil von dem ablehnst, was der Herr über Paulus mitteile, kommt es dir nicht zugute. Du lehnst den Herrn ab und du wirst zum Diener des Bösen. Also, die großen YouTuber beachten allesamt nicht, was Paulus generell zeigt. Es gibt nicht nur einen sogenannten christlichen Kanal mit vielen tausenden Abos an der breiten Pforte dort draußen, auf dem ein YouTuber offen sagt, dass er Paulus komplett ablehnt. Das sind die Christen auf YouTube. Gegen Paulus, gegen die Worte Christi, hier wieder alles zensiert, nicht wahr? Gegen die Bibel, wie biblisch angekündigt, an Legenden zehrend. Ja, sie hören auf die Kirche, sie hören auf die Logen, aber sie lesen die Bibel nicht. Die Bibel zeigt alles, daher haben wir die schwere Christenverfolgung. Kleinkinder sterben jeden Tag, viele reiben sich die Hände, nicht wahr? Traurig, aber wahr. Viele missachten Paulus auch, indem sie eigensinnige Worte wählen und stundenlang mit Andersgläubigen streiten, wieder und wieder, und vielleicht sogar falsche Gospel verkünden. Fünftes Reich, nach dem Buch Daniel, Viertes Reich, nach 84 ist vorbei, noch Fragen. Da muss sich nicht erst auf sogenannte Christen mit Rockarmähnen und heidnischen Symbolen zu sprechen kommen, die einen für Bibelverse auslachen und beschimpfen. Was im AT die Speisegebote waren, ist für uns das Apostelkonzil. Liebe Leute, ich zeige die Wahrheit, Jesus Christus, gegen die es nie ein Argument geben wird. Und obwohl ich noch im letzten Kommentar zeigte, dass ich nichts mit Kirchen zu tun habe, sehen wir all das. Und ich gebe meine E-Mail-Adresse raus. Es kam nie ein Argument.
Argument, es kam immer nur Todesdrohung, wie bei der flache Erde, es gibt keine Argumente dagegen, ich sehe immer nur Hohn und Spott, ist das generell traurig, so kurz nach 45, ich habe dir alles widerlegt, was Leute exakt biblisch angekündigt und enttarnt zeigen, ein Kleinkind sieht, dass es einen Grund hat, wieso man, wohin man auch sieht, Angriffe gegen die Bibel sieht, die angekündigt wurden, die keinen einzigen Widerspruch zeigt. Also, die Bibel kündigt alles an, lag nie falsch. Man muss für die Blinden beten, Endzeit. Die Bibel kündigt auch diesen Kommentar an. Es wurde wieder alles abgehackt, nicht wahr? Wir sehen, die Christenverfolgung tobt. Es gibt nicht nur einen sogenannten christlichen Kanal, der all das zeigt, liebe Leute. Und ich zeigte es, Schleier, Irrwahn und Blindheit toben und der schmale Weg ist der schmale Weg. Im AT waren einige Menschen von besonderer oder schöner Gestalt. Christus, der perfekte Mensch, der Auserwählte, wurde angekündigt. Adam sollte glauben, Abraham tat es, Josef diente mit Benjamin dem Geringsten. Wir kennen die Lehre von Christus, das Gesicht strahlend wie die Sonne, Moses und das strahlende Gesicht, nicht wahr? Wir dürfen nicht interpretieren, nicht hinzutun, nicht auslassen, nicht eigensinnig sein, keinen falschen Gospel zeigen, für den man verflucht ist. Liebe Leute, aber das ist den Leuten ja egal. Tja, das Geheimnis Gottes war noch nicht offenbart, wie es die Bibel zeigt. Johannes 17,3, es gibt keine Dreieinigkeit, nur wir wissen, dass Gott nicht auf das Fleisch, sondern auf den Geist schaut, auch wenn er diejenigen zerstört, die ihren Tempel zerstören und diejenigen, die nicht zurechtweisen. Es kommt nicht auf das Fleisch an und wir wurden vom Fluch des Gesetzes erlöst. Wer soll richten, wenn nicht wir? Es gibt keine Widersprüche. Wir sollen die Engel richten. Dennoch kann man Dinge tun, die Gott ein Gräuel sind. Paulus zeigt, dass lange Haare bei Männern und kurze Haare bei Frauen gegen die Ehre des Menschen ist. Und man dies schon in der Natur erkennt, aber die Menschen sind zu böse, um dem zu folgen. Ja, die meisten Menschen suchen sich leider immer wieder falsche Christusse, Gurus, goldene Kälber auf YouTube, die ihnen alles erklären sollen und alles falsch machen. Wir wissen dabei, wer der gute Hirte ist, Jesus Christus, oh Halleluja, den die Schafe brauchen. Amen. Ach, was für ein Zufall. Ich verabscheue Social Media. Toll, ich liebe Social Media. Gegenteile, hier auf dem Schachbrett, Bodenpose wie im Himmel, so auf Erden, bei MK Ultra Besessenheit, bei all diesen Spielchen blüht eine Persönlichkeit auf wie eine Blume, Jakobsleiter, sie sitzt darauf, worum geht es hier, liebe Leute, Reiter der Apokalypse, Fahrrad, haha, aber welcher Comedy-Mensch sagt so etwas, liebe Leute, ja, kein Tadel, kein Kommentar macht mich schlechter direkt gegen die Bibel, ja? Das ist nicht die Wahrheit direkt gegen Christus, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und sie müsste sich auskennen. Ihr Kollege Pocher war ja bei den Zeugen Jehovas, liebe Leute, ja? Also was ist da los? Schachbrett in den Logen durchfluteten Medien, Madonna, Lady Gaga, Cousinen. Liebe Leute, unfassbar, es verführt viele ihrer Emotionen ungefiltert zu verstreuen, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, wie dieses Gift ankommt. Wenn man nicht zurecht weiß, fordert Gott das Blut aus der eigenen Hand. Ratschläge immer böse, wenn Pink ihre kleine Tochter ein Pentagramm samt 666-Symbolik auf die Straße malen lässt, sie total betrunken auf dem Boden liegt, liebe Leute, wie ich meine es gesehen zu haben. Ja, wenn man da was sagt und sagt, Mensch, das Kind weiß doch gar nicht, was es macht, kümmere dich doch bitte mal um das Kind, dann ist man noch der Böse, wenn Sängerinnen auf die Straße pinkeln, man sagt etwas, aber das macht die Leute ja nicht schlechter und so weiter. Unfassbar, direkt gegen Gott. Wer sagt sowas? Welcher Comedy-Mensch sagt so etwas einfach so? Ja, sie zeigt dir Comedy-Dinge, die Kommentare richten sich wahrscheinlich an ihr Kleid, an ihre Schuhe oder so und sie sagt, es ist nicht die Wahrheit. Kein Tadel, kein Hate macht mich schlechter. Drei Herzen, das Herz ein Sodomie-Symbol. Light and Love, Karma, Universum, Joch und Yoga, die Worte verbunden, das Joch Christi verleicht, Dämonen lieben ein aufgeräumtes Haus, überall der Stern. Liebe Leute, die beiden Herzsymbole hier, Lesben oder nicht, Cheetah Print, Kätzchenprogrammierung, was ist da los? What else is new? So viel Text, sagt hier Moschner, ja, Okkultisten, Kommunisten,
kommunizieren per Code in den Medien und im Unterhaltungsbereich. Madame X, ihre Chefin, nicht wahr? Hawk, Stormy Daniels, liebe Leute, DNA, Via Gematria, Kabbala, ein Auge hier, Berge und Wälder wie für Crowley, so wichtig. Meine lieben Leute, du bist echt gestört. Liebe Leute, ja, und wir haben Rudolf Steiner, ich in den Sternen, Geisterjäger und Kokser Freud, können diese Leute mitreden? Was ist da los? Liebe, liebe Leute, das Ding ist flach, hab genug, was ist da los? Blau und Rot, überall, ein Auge, das Schiff im Weltall, neben dem wichtigsten Stern für Freimaurer, dem Sirius-Stern. Ablenkung, Auffangbecken, liebe Freunde, hier ist sie wieder, die Pyramide und so weiter, die Kuppel, Yachin und Boas, ah, sie ging nach Indien und sie kam viel stärker zurück, liebe Leute. Teil- und Herrschägelsche Dialektik, Zwei-Parteien-System, wie so immer alles gegen Christus. Hier geht es doch nicht nur um Indien, hier geht es um spezifische Glaubensrichtungen, nicht um Menschen, nicht um Rassen, um Glaubensrichtungen. Oder nicht, liebe Leute? Wieso nirgendwo Christus? Wieso hat jeder immer ein Thema, eine einzige Meinung, liebe Leute? Was ist da los als White Shirt Parties? Miller, Michelle, wie Michael Obama, was ist da los? Wir sehen diese Werte. Ich bin kein Rassist, Faschist. Meine lieben Leute, tja, MJ, dieselben Initialien immer wieder. Sie heißen auch alle gleich, nicht wahr? Stephen King, Stephen Hawking, liebe Leute. Adam Levine, Levine, Avril, Avril Lavigne, nicht wahr, liebe Leute? Madonna, Lady Gaga, es reimt sich sogar. Unerfassbare, tja, abonniert, ich hoffe, ihr hattet einen rundum allerheftigst gesegneten Tag, liebe Leute. Hier ist der Hellboy-Darsteller, der neue Hellboy-Darsteller hier, Brokeback Mountain, Pentagramm blau und rot. Tja, dieser Wert hier, liebe Leute, ich bin kein Rassist, Faschist und 9-11 einmal mehr. Hier so heißt die Hure Babylons, wie ich es nenne, im Film Hellboy. Alice Munnigan hier, Nero wie der Kaiser, Neron, sorry, aber hier Intelligence, die Intelligenzen. Liebe Leute, wie im Himmel so auf Erden, drei Saturn-Kult, Streifen, rote Schuhe wie in Oz oder was ist das? Die Schüchen, blau und rot, manche fragen, typisch blonde MK-Ultra-Opfer, schmaler Weg, Sodomie, wie Crowley das dritte Auge erweckte, Diamond Programming, was ist das an ihrem linken Arm? Tja, liebe Leute, when you take your daughter and her BFF, liebe Leute, wie alt ist ihre Tochter, mit wem ist sie unterwegs und sie kleidet sich wie ihre Kinder, das ist normal. Icelandic Provisions, Sarah Jessica Parker aus dem Umfeld der Kennedy, neulich starb ja eine Kennedy mit 22, natürlich, JH. YHWH, traurig, der Sirius-Hund, ein Auge, Lilly wie Lilith, das Schachbrett, blau und rot, Ablenkung, überall oder was, Sodomie-Symbolik, der Saturn-Kult, der Freimaurer-Hut, NATO, was ist da los, liebe Leute, und das sind die guten Menschen, 40 Millionen auf der Bank gebunkert, ja, es geht immer nur um Zauberei, Hexerei, American Gods, Lucifer, es spottet immer allem, liebe Leute, Peppermint hier, als Engel mit dem Riesen. Rat, ich enttarnte so vieles, ja, dämonische Astrologie-Kult, Saturn-Kult-Hut, die 8-8, auch in A Star is Born, schon der Begriff Star von Aleister Crowley, nicht wahr, liebe Leute, Ishtar is Born, wie mir jemand sagte, was ist da los, liebe Leute, und es geht natürlich um die Dualität, Blau und Rot und Lady Gaga, ja, einbringen für generationsübergreifende Indoktrination oder nicht? Ich frage, liebe Leute, es geht um MK-Ultra, nicht wahr? Mary Pops in, Mary Poppins, eine Dämonin kommt vom Himmel, natürlich wird sie als Kindermädchen eingesetzt, ja, die Hausnummer 88, wie ich meine, das Schiff überall zu sehen, Hunde überall zu sehen, Sirius, der Hundestern neben dem Schiff im Weltall, Umbrella, wie im Himmel so auf Erden, blau und rot, überall die Horrorfilme, immer satanisch, oder nicht? Noch Fragen? Tja, meinem Bruder geht es besser, seine Frau kommt zurück zu ihm, liebe Leute, und ja, es gibt Videos, die sind nicht schlecht, so sieht es aus, das Ding ist flach, wir haben alle Fakten, Halleluja, oh Halleluja, liebe Leute, vielen, vielen Dank für alles, und es gibt ein paar Freunde, die ich wirklich machen durfte,
Tina, Brigitte, ich denke an die liebe Lara, ich grüße immer dieselben Leute, ich mache mir hier keine Stichpunkte, manchmal sage ich leider etwas falsch oder vergesse etwas, ich bin nur ein Mensch, wir brauchen den Herrn, ich denke an den Nikolas, mich freut das wirklich, dass noch Menschen schreiben, die liebe Lara und so weiter, liebe Leute, ihr könnt mir schreiben und ich bedanke mich auch bei Aline und Familie, Michaela, bei Ursula, bei den Leuten von früher, Benzil, Norbert, bei Farouk, Daniel, die Freidenker generell. Tja, liebe Leute, wir müssen alle der Wahrheit folgen. Und ich sehe, dass sich ansonsten niemand mehr meldet. Ich bin froh, dass meine enge Familie bei mir ist. Liebe Leute, ich fing an mit Theos Hamm im Jahr 14. Dann kam ich dank meiner Familie zur Bibel, trat aus der Kirche aus. Hier bin ich. Und meine lieben Freunde, so sieht es aus, so ist es, die Weisheit der Welt ist nichts vor Gott und hier, ich kenne mich doch gar nicht aus, ich muss mir immer alles selbst beibringen, auf Instagram lasen wir neulich bei Prominenten, dass sich da bald die Rechte ändern, das wundert ja auch niemanden, wie auf YouTube, ja, Instagram dürfe irgendwelche Bilder von dir gebrauchen. Pink sagte etwas dagegen, sie ist ja angeblich so ein guter Mensch oder nicht. Hier das magische grün-violette Haare, wieso sie Pink heißt, lest ihr im Playboy nach. Unerfassbare Playboy, ja, in dem auch Brooke Shields im Alter von 10 Jahren war, liebe Leute, ja. Und wir sehen es aber hier, das war jetzt ein Hoax, das ist Spaß, nicht wahr? Und wozu dient das denn, ja? Sie sagen, die Rechte werden geändert, dann doch nicht. Das ist doch nur Teile und Herrsche. Die Trump-Leute, die AfD-Leute, die AfD mit dem Saturnkult, Schweif, blau und rot, wie überall der Adelsspitze. Ich frage freimaurerisch, ja, ich frage. Und liebe Leute, ja, diese Leute kommen raus, die Trump-Leute, und sagen dann, ha, 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 sie denkt nicht nach oder so. Nicht wahr? Und machen sich dann darüber lustig, machen sich dann vielleicht antichristlich darüber lustig, wir sind alle nicht perfekt und die anderen steuern dann dagegen, nicht wahr? Und der Fakt ist aber, während die Bilderberger uns so laufen, seht ihr euch Fußball an und unsere Rechte gehen dahin, nicht wahr? It is the devil, so und so, der Teufel, dann Jesus, Gott und so weiter. Was ist da los, wenn es die Spielfiguren der Pyramidenspitze zeigen? Den Logen durchfluteten Medien sollte es zu denken geben. Wir müssen für alle beten. Der Heilige Geist ist real. Don't pray. Das sagt alles, nicht wahr? Wie viel haben Sie auf dem Konto hier wie Hippies? Woodstock, nicht wahr? Liebe Leute, laut Bibel geht es nicht bösartiger. Die See, Berge und Wälder. Liebe Leute, checkt vernünftige Kanäle wie Truth Never Sleeps, meine lieben Freunde. Tja, wir brauchen den himmlischen Vater, sowas sieht man hier online im Behemoth-Elefant, Flamingo-Sonnensymbol, nicht wahr? Wieder Michelle, was ist da los? Festival des Lichts, Neujahr wie All Elite Wrestling, XXX und ein Auge, nicht wahr? Blau und Rot, satanische Schwarz und Rot, wie im Himmel, so auf Erden. Wer ist Christus? Unfassbar, liebe Leute, was passiert in New York? Emmanuel, der Beiname von Christus, nicht wahr? Und natürlich einmal mehr Seattle, wie bei Anamerika im Delikat. Ich zeigte die Riesenräder bei Sam Deluxe, DJ Eule, Kool Savage, Cynthia Nixon, Annemarie Carpendale, der Wert Seattle bei Kylie Minogue, bei All Elite Wrestling, das Riesenrad, bei der Ex-Freundin von Megan Rapinoe, die aus Seattle kommt, nicht wahr? Wie im Himmel, so auf Erden, Pose, Berge und Wälder, weiße Göttin, Rom, die Jesuiten sind oben, nicht wahr? Der große Drache, Kabbala mit allen Körperteilen unterdrücken, die man hat, wie im Himmel, so auf Erden, der Hund, blau und rot, liebe Leute, ein nacktes Kind hier bei Ronda Rousey, es ist alles vorbei, das Schwein, das heidnische Jahr des Schweines, Heidentum, Pyramide, ein Auge, Dualität, das Kind mit Blume, so traurig, liebe, liebe Freunde, abonniert vernünftige Leute, generationsübergreifende Indoktrination, weiße, dreifaltige Göttin, Männer in Frauenkleidung, Frauen in Männerkleidung, blau, rot, Schachbrett, hier wieder der Brand. Was ist da los, MK Ultra, Berge und Wälder, blau und rot, überall Jesuit, liebe Leute, hier, was ist da los, liebe Leute, Cadillac, Trump und all das, die biblische Schlange, unfassbar wie im Vatikan, die Figur, halb Jesus, halb Schlange.
Der Schlangenraum, Sacrifice, was ist da los? Altarsymbolik, der Sohn des Verderbens, Bibel, Feuerschlange. Noch Fragen, liebe Leute, Osiris, eine neue Football-Liga von Vince McMahon, von der WWE. Wir haben diese neuen Teams und wir haben diese Werte. Was passiert im April hier und da? All diese satanischen Filme, Teile und Herrsche, ist es, oder? Liebe Leute, kann es dazu anregen, Drag the Crust, Concrete, ja, jetzt auch noch ein Drachen-Tattoo, nachdem sie sagte, Satan ist ein netter Kerl, drei neue Werke mit je 6 Songs hat, MC, Miley Cyrus, Meisterin der okkulten Zeremonie, Masters of Occult Ceremonies, nicht wahr? Die zeigt alles, was das satanische Herz begehrt, nicht wahr? Wir müssen für alle beten, die Schiffe, die roten Autos, Donald Trump, der Wert, CC, liebe Leute, Manu Canuta, El Diablo Teufel, zu einer Handgeste überall, braun und beige, Orange und Gelb zu tragen ist ja verboten. Blau und Rot, Schwarz und Weiß, Zunge wie die hinduistischen Götter, der Himmel, die Himmelskönigin, magisches Grün, der Ball, Globus, purer und pure Blasphemie, Pyramide, liebe Leute, trägt sie nichts drunter, Ass White Shirt Parties, The Easy Way, Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben, Schwarz und Weiß, Halloween Preparation hier, Jesus, was sind das für Werte? Zwillingsflamme, Flammen, liebe Leute, unfassbar. Und das hier, so, ich bete für alle, für die Christen. Es gibt weniger Gemeinden als zu Zeiten von Paulus, für Friede in Jerusalem, für die Regierenden, die Mächtigen, die Anführer der Nation, mögen sie heute die richtigen Entscheidungen treffen, so sollen wir beten, das darf ich, so mögen sie es immer tun, sie fliehen am Ende in die Berge, möge geschehen, was der himmlische Vater möchte, er ist perfekt, so sollen wir beten, ich darf allen vergeben, mögen auch sie Gnade finden, ich bete für die Opfer, der verführten Verführer, für die Opfer der verführten Verführer, für alle Menschen, ob tot und lebendig, für die Menschen in Armut, in Krieg, in Krankheit, Nötigung, für alle Menschen, die Sorgen haben, mit Schleier, Irrwahn und Blindheit möge es uns nie treffen, möge meine Familie, möge meine Gemeinde, möge ich immer grundlegend geschützt sein, Balken aus dem eigenen Auge ziehen, ich bete für alle Menschen, mögen wir alle unschuldig am Tag des Herrn vor Jesus Christus stehen, Jesus Christus ist nicht Gott, Johannes 17,3 recherchiert, lebendige-fische.de, liebe Leute, ich bete für euch alle, besonders für die Kinder, ich bete für die Tiere, ich bete für die Obdachlosen, für die Vermissten, mögen sie zum himmlischen Vater kommen, der Rest fällt ihnen zu, Trost zum Trost, Trauer zum Trost, man bekommt nicht mehr, als man tragen kann, verlasst euch auf den himmlischen Vater, nur darum geht es. Und mögen sie zu Speisetrank, zur Geborgenheit, dauerhaft zu einer Unterkunft kommen. Möge dieses Werk immer gesegnet sein. Und so bete ich, so klopfe ich an, so suche ich und darum bitte ich hier. So bete ich im heiligen und unbesiegbaren Namen Jesus Christus, auf den alles hingemacht wurde, durch den alles gemacht wurde. Lest eure Bibeln. Was sage ich? C'est bon. Thank you very much. Bitte abonniert. Vielen, vielen Dank für alles. Shalom.